Ubisoft. Assassin's Creed. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Infernal in der ganzen Weisheit ist. Und der Erkenntnis wehrt mir das Land. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie das Nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Einen Moment, Mister. Der passt nicht. Das erste Mal ist nie leid. Es geht schief. Das reicht, Mister. Wir müssen ihn herausfinden. Sofort. Okay, ist gut. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin.
Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut, wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Mach ich, aber damit wollte ich euch doch erstmal begrüßen zu meinem neuen Projekt, oder besser gesagt zu einem Projekt, was ihr eigentlich schon kennt, weil ich es schon mal Let's Played habe, vor, ich glaube, 3 Jahren. Und am Ende gesagt habe, irgendwann werde ich es nochmal machen, und der Tag ist heute gekommen, wo wir das Spiel nochmal spielen werden, hier auf dem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed 1 aus dem Jahr 2007. Kurze Gründe, warum ich es nochmal spiele. Erstens, es war damals so ein verbuggtes Spiel, aber ich habe das irgendwie, glaube ich, ganz am Ende, als wir im Finale waren, gepatcht oder gefixt bekommen. Und dann war es halt zu spät. Das heißt, das LP ist jetzt die gefixte Variante, das heißt, das Spiel ist gefixt. Und das zweite Grund ist, ich werde die komplette Reihe auf den Kanal hauen. Das heißt, wir werden schön von Assassin's Creed 1 bis jetzt Mirage, alle Let's Playen. Es werden unfassbar viele Folgen. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf diese Reise. Ich habe da so Bock drauf. Und ich habe deswegen gedacht, ich habe Zeit. Lass doch jetzt schon damit beginnen. Warum noch warten? Und damit, los geht es. So, okay. Dann gucken wir uns die beiden tollen Personen an.
Gut. Das ist die einzigen? Ah. Hinter mir werden auch ein paar gewesen. Ihre Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass sie ihre Krüge fallen lassen. Oh, okay. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Entschuldigung. 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 Gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Ja. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Drücken halt die 1. Exzellent. Aha. Okay, was hat sich jetzt geändert? Okay, wir keine Ahnung. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Ach so, okay, ich muss rechte Maustaste drücken, um in den auffälligen Modus zu gelangen. Okay, besser das Spiel gemeint. Ach so. Gut. Das ist also Taste 1 ist benutzen das hier? Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um Beintaste. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Echt? Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Echt? Mhm. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Da bin ich mehr. Okay, nochmal. Ich hab ihn nicht mehr, oder? Ne. Komm, ob das jetzt so knapp macht. Ist übrigens nie wieder so schwer, ne? Jetzt aber. Komm, Leute. Ey. Egal, wird zu blöd, ne? Gut gemacht. Sehr gut, aber scharf, du bist abdringen. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Mhm. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Danke. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Mhm. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Sayonara! Ausgewählter Klinge zu dem Soldaten. Ja, wollt? Hab ich doch! Ihn zu töten. Mach doch! Er ist tot! Er ist weg. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Jupp, mach ich. Ja, ich komm zurück. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Gut gemacht.
Der Soldat hat ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Ich bin der Anonymimus. Exzellent. So. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Mhm. Cool. Sollt ihr jetzt alle einmal durchprobieren, oder? Hm. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Okay. Los geht es. Zack, zack, zack. Was? Gibt es auch mal ein Tutorial? Was ist das denn? Wow, es gibt auch mal ein Tutorial. Nach dem Tutorial. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden.
Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Ja genau, ich stehe über dir, du. Du Halunke. Ich sag immer, wie man das macht, Alter. Bin ja... Halt, Templer. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Dir in die Fresse zu hauen. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Das war der beste Plan, den wir je hatten. Ah, da ist der Ausgang. Danke, das Dankespiel. Das darauf wäre ich jetzt nicht selbst gekommen. Vielen Dank. So. Ja, am Anfang ist ja hier sehr, sehr viel Tutorial. Das wird sich dann hier mit den laufenden Spielen ändern. Denn so krass ist es tatsächlich, glaube ich, nur hier. Ich glaube, ja. Genau, ich glaube, so krass ist es nur hier. Okay. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Okay. Das sind Wachen hier, oder wie? Aber mal töten. Ich kann ja mal das Kontern zeigen. Tötet ihn. Warum? Nur weil ich Mörder bin? Ich bin Assassine. Was brachte ihn zu seinem Verhalten? Ja, das ist die Frage. Na, hier geht's. Hi. Man kann auch den hier machen. Und dann einfach. Er rennt so schnell und schaut gar nicht auf seinen Weg. Nö, die sind mir auch nicht. Die Macht des Stärkeren. Was ist da los? Mal von hinten kommen und umrennen. Ja, der hat sich irgendwie gefreut. Habt ihr es gehört? Ja, hat er gesagt. Er hat sich richtig gefreut. Okay, es geht nicht. Jetzt wollte ich mich gerade an den Assassin-Kollegen anlegen. Obwohl, geht das eigentlich? Stirb, Ungläubiger! Au. Zack. Sehr schön. Siehst du, wir sind tatsächlich der Stärkste. Ich hab's selber mal ausprobiert. Wache, das Mörder! Das kostet dich den Kopf. Entschuldigung, ich musste das tun.
Nee, wie ging das los heißt nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Scheiße! Was sagt da? Sagt da! Dieser Mann scheint eil zu sein. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Ja. Bruder. Leute. Wir sind ja richtiger Sympathiebolzen. Also in der Festung dürfen wir nicht alle umbringen. Ah, okay. Aber Assassin außerhalb der Festung ist wieder okay. Aber das ist eine gute Regel. Welche Ehre. Hallöchen. Ich wollte ihm kurz Bescheid sagen, Herr Meister, ich habe versagt. Ich weiß. Da werden gleich seine Stiefel unterm Arsch spüren. Das ist das Einzige, was wir haben werden von deinen Stiefeln. Aber lecken werden wir sie bestimmt nicht. Altair, Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik. Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch. Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder. Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht ihr den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, 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 komm. Los geht's. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Ja. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Ja, ja. 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 Also. Spiel, ich weiß doch, wie es jetzt geht.
Er hat mir das da eben 500 Mal beigebracht. Boah. Was macht das Spiel jetzt hier? Zack. Ja, mach mal so wie ich will. Ich meine, es ist. Ah ja, hier. Ach Leute, ich hab doch eben das alles gelernt. Das wilde Spiel von mir. Und ob ich jetzt alles so. Oh man, ob ich hier. Ja, komm. So, oder geht es auch so? Ich meine, mach das jetzt einfach mal so. Hoffentlich geht das einfach. Das wäre ja total bescheuert. Weil. Ja, es geht auch. Okay, Gott sei Dank. Ja, wir sind ja verpisst. Nee, ich bin nicht erledigt, du. Ganz gut blocken. Weg da. Na, wer ist stärker? Na, wer ist stärker? Übrig. Na komm. Ich ramme mich hier durch. Ist mir scheißegal, ne? Ihr müsst aufpassen, nicht ich. Ja. Jetzt bin ich extra hier runtergerannt, nur damit du sahst. Jetzt renn nach oben. Wow. Danke. Danke. Ich fühle mich überhaupt nicht verarscht oder so. Vielen Dank. Renn runter. Schnell. Nee, hey, renn wieder hoch. Alter, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Na gut, komm. Na gut. Und mit Al-Mualim werden wir gleich noch ein Wörtchen reden. Okay, los geht's, komm. Geht auf diese Plattform, Altair. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiterzulichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut. Dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem Tumpenrecken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Aha, mein Bein! Aha! Mein Bein! Still! Aha! Oder die Templer werden uns hören. Ah, du warst geräuschelt, sitzt du gerade so ein leckeres Tellerbrot essen. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ja, nur weil er dumm ist. Ja, okay. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Mhm. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Okay. Ja, ja. Aber wer dumm ist, muss fühlen, sage ich halt immer, ne? So, ja gut, können nicht alle so cool sein wie ich, ne? Ja, ist richtig. Unser alter Ihr, ne? Wir sind ja der Beste hier.
Wir haben zwar Robert de Sable verkackt, aber eigentlich sind wir der Beste. Wählen Sie sich, keine Ahnung, auffällig ist es einfacher. Egal. Ich mach das so, wie ich es will. Spiel, dass ich da hochklappe. Oh, Alter. Ich weiß doch, wie das geht. Jetzt hast du mir das schon mal alles gezeigt. Zeig mir das doch bitte noch 600 Mal, damit ich es bitte ja nicht vergesse. Au. Gut, ich hätte vielleicht nicht wegschwungen dran. Ups. Hätte eben hier liegen. Genau. Hey. Siehste. Ah, ich hätte eben auch versehen die Sprungtaste gedrückt, als ich nach rechts gegangen bin. Also habe ich gesagt, sozusagen nach rechts abspringen, aber ist klar. Ja, nicht anders. So. Ja. Schafft Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz. Eure Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut,